Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, Elia. Ja, ich weiß echt nicht, was ich von diesem Spiel halten soll bis jetzt. Ich glaube, das hier ist einfach nur der Prolog, der so ein bisschen lahm ist. Ja, wir haben gerade die Zimmertür von unserem Sohn gehackt und wollen einfach mal schauen, warum er so ein Arsch ist. Kuckuck. Sohnemann. Geh weg. Frankie? Frankie? Hallo, Alaya. Switch off, Sophie. Francis? Ha? Ach so Scheiße. Oh, was ist das denn? Schade. Was ist da? Was ist das? When is father coming back? You have to go find your mother. Frankie? Lou? Alter. Was zur Hölle? Boah. Was passiert hier? Also mit den Lichteffekten haben sie echt nicht übertrieben. Alter. Ein Paradigmenwechsel ist ein Ereignis von solcher Größenordnung, dass die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung durch Nichtanteilnahme eines menschlichen Individuums vernachlässigbar gering ist. Kazumi, der allwissende KI-Host der RSS Recovery. Was? Okay. Was zur Hölle? Passiert hier. Hallo? Laden? Oh. Okay, kurze Frage. Wo? Ist das ein Wal? Was ist das? Alter, wo sind wir? Was passiert hier? What's going on? Das zur Hölle. Okay. Okay. Gruselig, ich will hier raus. Da war gerade eine Person, was? Ja. Hallo? Kazumi, Voyager 1231 River, Alaya Catherine Jones requesting assistance to exit. Alter, was? Darf ich jetzt raus? Oh nein, ich habe irgendwas verpasst.
Verdammt. Bin ich gerade nass geworden? Was ist das? Oh. Okay. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Was war das zur Hölle? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ach ne. Okay. Again? Oh, again? Also habe ich entweder alles richtig gemacht oder irgendwas falsch. Warum blitzt das da oben bei dem Wal so ein bisschen? Das war vorher nicht. Oder einfach nur ein Bildfehler. Und anscheinend darf ich nicht in die Kugel rein, oder? Oder ich musste da rein und das ist richtig, was jetzt passiert. What's going on? Was? Ihr seht das auch, oder? Ich will hier jetzt raus. Kazumi, Voyager 1231 River, Alea Catherine Jones requesting assistance to exit. Oh. Okay. Okay, was soll mir das Bild da unten zeigen? Warum? Kann ich hier jetzt raus? Natürlich nicht. Was passiert da, Alter? Das weiß ich nicht. Alter. Oh. Okay, es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich... Das Babybett. Ach ne, da. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ist das irgend so eine Anomalie, die... Was weiß ich? Schon wieder. Da ist schon wieder so ein Fisch. Wal. Walfisch. Schwimmt der zum Babybett? War das ein Hai? Nee, es ist ein Wal. Was macht der da? Ist da ein Baby drin? Das war... Ethan! Kazumi? Kazumi, come in! Kaz?
Alter, was zur Hölle ist das? Okay, wenn ihr wisst, was ich machen muss, Alter. Ey, ich lock da jetzt rein. Darf ich? Bestimmt, oder? Hier draußen ist nichts mehr. Oh Gott, ich weiß es nicht. Verdammt. Komm schon. Oh, lass mich raus. Okay. Besser nicht. Was zu... Wo... Yeah. Klar. Ein Fahrstuhl. Okay. Geht nicht. Moment, war gerade noch eine Etage? Come up. Okay. Hier, da können wir auch nichts mehr sehen. Wie komme ich denn da drauf? Alter, bin ich dumm. Ach ja. Ab nach oben. Explorer of the Galaxy. Join the Space Agency. Okay. Mal schauen. Ich glaube, wir sind... Alter, was... Ja, am besten zur Tür gucken. Was ist denn da? Rot. Okay. Wurden wir gerade von Fischen gerammt? Die Zeichen sehen alle gleich aus, ne? Schneid es. Mhm. Wir können also nicht runterfallen. Das ist schon mal gut. Und nu? Okay, ich weiß echt nicht, was hier gerade. Ach so. Hat das was gebracht? Nö, ne? War ja klar. Inventar, natürlich leer. Was wir machen können, wird auch nicht angezeigt. Alter, das gibt's doch gar nicht.
Laufen. Hammer. Ah. Wo war das denn jetzt? Escape Error. Na, Alter. Okay, Mindscape Error ist jetzt blau. Warum fliegt er einfach weg? Der fällt jetzt aber nicht auf uns drauf, oder? Das fände ich gar nicht mal so cool. Nö, nö, nö. Was? Was? Huch. Ist das eine Tür? Whoa. Voyager River Alea, are you with me? Yep. Kaz, what happened? There was an interference with your console. What interference? Something in here. I can't read the data. Interesting. You can't. I suggest to speak in private. Come to Metscan. I need to examine you anyway. Why do I need to be examined? I'm executing a forced shutdown now. Okay. Oh nein! Okay, das war alles nicht real. Gut, das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Okay, das beruhigt mich nicht. Was ist... Alter. Gut. Spiel verstehe ich nicht. Ist, ja. Erklären kann ich es auch nicht. Ob es sich lohnt zu spielen, weiß ich nicht. Ich kann es erst sagen, wenn es fertig ist. Naja. Kaz, are you there? Jetzt, ey. Nutze den Lingo-Stick, um dich zu bewegen. Huch! Kann ich da durchgehen? Ja, ne? Oder auch nicht, bin ich jetzt. Was zur... Jetzt ist es spiegelverkehrt. Die Steuerung, Alter, was... Was? That's enough, Kaz. Alter. Ja klar, relax and enjoy the trip. Natürlich.
Crew Officer Training? Hilfe! Hm. Alter, ey. Unglaublich. Ach was, wir sind auf der Raumstation, ne? Warum? Ach, war das alles nur eine Simulation? Is this your way of showing concern, Alice? But I am concerned. I guess you haven't checked your mailbox. 23.09.2093. Damn it, he sent it to everyone? Pissed him off real good. Was? Mail. Sehr geehrte Frau Dr. Jones, lassen Sie mich mit der Feststellung beginnen, dass Ihre Unverschämtheit sich nachteilig auf die Moral der Crew auswirkt. Sie und ich wissen beide, warum Sie auf dieser Mission sind, und ich bin befugt, Ihnen mitzuteilen, dass eine solche Handlung einen Interessenkonflikt darstellt. Für die Zukunft schlage ich vor, dass Sie die Entscheidungsfindung Ihren Vorgesetzten überlassen und sich an die wissenschaftliche Expertise halten, für die Sie ausgewählt wurden. Ich möchte allen Teilnehmern der Mission klar machen, dass diese Expedition streng von einem militärischen Kommando geleitet wird und dass jeder, der solche Befehle nicht befolgt, den Anstellungsvertrag bricht und sofort aus der Mission entlassen wird. Die Abteilung für Krisenmanagement der Raumfahrtbehörde, die diese Mission durchführt, hat spezielle Richtlinien für biologische Besatzungsmitglieder, die sich über die Sicherheitszone hinausfragen. Wenn eine solche Handlung vor der Genehmigung durch den Vorgesetzten erfolgt, so ist der Täter für den Rest der Expedition in seiner Kälteschlafkammer, Alter, zu isolieren. Was sind das für eine Trennung, Alter? Weitere Interventionen werden erst nach Abschluss des Fernbeobachtungszyklus genehmigt. Bitte betrachten Sie dies mit großer Aufmerksamkeit und als letzte Warnung. Sehr geehrter Captain Milosevic, keine Ahnung, nach Artikel 5.15 des Raumfahrtexpeditionssicherheitsprotokolls, abgekürzt RESP, soll jeder Entdecker, der sich freiwillig für eine Hochrisikomission meldet, freiwillig handeln dürfen, solange ihre Handlungen keine Besatzungsmitglieder oder das Hauptziel der Expedition in Gefahr bringen. Bitte betrachten Sie dies als meine offizielle Bitte um eine Solo-Mission zur CSS Pilgrimage. Es gibt keinen Grund zu erwarten, dass sich ohne unser Zutun etwas ändert oder dass wir in der Lage sein werden, Daten zu sammeln. Es ist unwahrscheinlich, dass Ihre Firewall sich von allein abschaltet und uns erlaubt, die Antworten aus sicherer Entfernung zu erhalten. Dieser endlose Bereitschaftsdienst ist völlig unproduktiv und wirkt sich noch nachteiliger auf die Gesamtmoral der Besatzung aus, die eine ihrer obersten Prioritäten als Missionskommandant sein sollte. Ich glaube, ich spreche im Namen aller, wenn ich sage, dass wir nicht 6 Jahre lang gereist sind, um hier zu stehen und auf unbestimmte Zeit zu warten. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Zeit, meine Anfrage zu prüfen und zähle auf Ihre Hilfe. Ihre Dr. River Elia Catherine Jones. Was ein Scheiß. Until the remote observation cycle is concluded? It's another month at least. How can this idleness be of any use? I don't get it. For all it matters, I am on your side. Oh, that changes everything. What? You don't believe I want you to find your husband? I believe you don't care. Oh well, you might be right. Okay. Wollen wir mal gucken? Oh. I don't see why we can't at least approach the planet's surface. Nah, why ruin the view? You're not taking this seriously, Alice. This planet might be the closest we get to making contact.
Forgive me if I'm not too excited, but whatever your man Ethan and his people dug up down there, whatever's causing these, what you call them? Space timers? Made whoever hide the ship from us to, well, to hide the ship from us. If there was a way, I'd just haul the damn thing back to the solar system and forget about investigating on Solus. You're not even a little curious? I don't get it. Curiosity is overrated. Okay. Did you and I ever talk about the fate of Pilgrimage? I don't know what you're referring to. What do you think happened on that ship? The Pilgrimage? I don't know. I'm just an IT person. I'm asking you what you think. Nobody knows anything anyway. Well, only an existential threat would push the ship nav to quarantine the whole ship. But why wasn't there a distress signal? It wasn't a technical issue, that's for sure. World Troop-class network architectures are virtually fail-safe. So you mean the distress signal was blocked out on purpose? I don't know, Jones. Kind of somewhere else in my head right now. Mhm. Gut. Ah, nee, weg damit. Was haben wir da? Ein Getränk. Aufstehen. So. Ja gut, dann denke ich, dass der Prolog einfach nur eine Erinnerung war. Und dass wir jetzt hier sind, um unseren Ehepartner zu finden oder zu retten oder überhaupt mal rauszufinden, was hier los ist. Alice. Gut. Ja, ich schätze, jetzt kommt das Spiel auch so ein bisschen in Fahrt. Und das werden wir alles ab der nächsten Folge erleben. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, wie immer, einen Daumen hoch, kommentieren und Abo dalassen. Und wenn nicht, dann guckt euch die nächste Folge einfach nicht an. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.